Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Wir hatten ja die Möglichkeit, wenn wir die FNCS-Streams geschaut haben, dass wir dann kostenlose Items bekommen. Und es gab irgendwie einen Bug, dass dieses Sportboard hier nicht verfügbar war und es hat irgendwie keiner wirklich bekommen. Jetzt habe ich das bekommen. Ich denke mal, die meisten sollten das jetzt eigentlich auch haben, die das zumindest natürlich gemacht haben, den Stream einfach ein bisschen zu schauen. Aber ich denke mal, dass jetzt das Ganze nicht verbuggt sein sollte. Manche hatten auch geschrieben, dass das Ganze irgendwie überhaupt nicht funktioniert und die lange da schauen und man die Items irgendwie gar nicht bekommen hat. Ich denke mal, das wird dann spätestens mit dem Update diese Woche gefixt, aber mir ist jetzt auf jeden Fall alles in Ordnung. Ich habe alle Gegenstände, sind jetzt zwar keine allzu besonderen, aber ist ja ganz schön, das Ganze zu haben. Wenn euch die Videos hier natürlich auf dem Kanal gefallen, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Wir stehen auch ganz, ganz kurz vor den 800 Abonnenten. Danach fehlen nur noch 200 weitere Abonnenten. Dann haben wir schon die 1000 Abonnenten. Ging wirklich in letzter Zeit so extrem schnell. Dafür wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Und ihr könnt natürlich gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen und mir auf meinem Twitch-Kanal folgen. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Und heute haben wir einen neuen Skin sowie einen neuen Emote aus der Ikonenreihe. Ich würde mal sagen, wir gehen ganz links. Das ist der Brandschädel-Skin. Sieht auf jeden Fall eigentlich ganz nice aus und hat hier so richtig schönen blauen Atem aus dem Mund. Sieht auf jeden Fall wirklich ganz gut aus. Dann haben wir als nächstes den Layskin in der Standard- und in der Mode-Variante. Dann haben wir noch den Paradox-Skin. Hier allerdings keine weiteren Varianten. Dazu dann die Allsicht-Spitzhacke. Dann den Equilibrium-Gleiter. Als nächstes haben wir dann hier den gesamten Skin mit dem Geheimkanal-Backpack. Das muss dann allerdings extra kaufen. Das heißt, bekommt man nicht einfach so mit dem Skin dazu. Allerdings kann man natürlich so das Backpack auch kaufen, wenn man den Skin nicht hat. Dann haben wir als nächstes den dynamischen Shuffle. Bei der Ikonenreihe ist es ja immer so, dass das von irgendjemandem aus dem Real Life inspiriert wird und das dann so in Fortnite kommt, dass es nicht ein rein ausgedachter Emote ist. Dann haben wir als nächstes den Gaunerin-Skin, dann den ins schwarze Skin. Hier hat man auch noch einen zweiten Stil. Wenn man die Skins allerdings gekauft hat, wird er ja nie angezeigt. Allerdings kann ich den ja ganz kurz hier in dem Spin zeigen. Und zwar ist das der Pixel-Art-Stil, der ist dieses Jahr zum, glaube ich, zum Valentinstag reingekommen. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus und ist ganz schön, immer wenn man gerade Stile nochmal dazu bekommt. Dann haben wir als nächstes die Splitterschlag-Spitzhacke. Dann noch rundes Repertoire. Und dann als letztes noch den Pizza-Party-Mode. Dann haben wir natürlich noch die ganzen Deadpool-Gegenstände und ich hätte eigentlich gedacht, dass die heute schon rausgehen. Vielleicht kann es aber auch sein, dass es dann die letzte Woche ist, wo das Ganze drin ist. Weiß ich allerdings nicht, weil normalerweise war es eigentlich, zumindest soweit ich weiß, immer so, dass von Freitag dann mit der Shop, mit der zweiten Shop-Aktualisierung bis Sonntag war. Jetzt haben wir heute schon Montag, mal schauen, ob dann das jetzt vielleicht das letzte Mal ist. Aber müssen wir mal abwarten, Epic Games hat dazu nichts getweetet. Hier haben wir auf jeden Fall einmal das Deadpool Mashup Paket mit dem Ravenpool und dem Kuschelpool Skin. Dann das Deadpool Ausrüstungspaket mit dem Drachenrollengleiter, dem Chimichanga Emote. Dann den Fleischhammer Spitzhacken, dem Flott Unterwegs Emote. Hat man auch alles schon tausendmal gesehen. Dann haben wir noch das X-Force Outfit Set mit dem Psylocke Skin, dem Domino Skin und dem Cable Skin. Und dann noch das X-Force Ausrüstungspaket mit dem Psy-Dolch, dem Psy-Flügler, den Risikoklingen und der Spitzhacken mit der Spitzhacke Unaufhaltbare Kraft. Das war es dann auf jeden Fall mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videovorschläge habt, Themen, die ich oder wenn ich irgendwelche Tipps zu irgendwelchen Themen geben soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten habe ich nämlich für heute noch kein Videothema. Deshalb bin ich auf jeden Fall auf eure Vorschläge angewiesen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao.